Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Age of War Chapter 2, Zeitalter des Krieges. Kapitel 2, Public Beta Client. Ganz wichtig, immer der Hinweis auf den Public Beta Client. Alles, was man hier sehen kann, sich noch ändern und wie ich es eingangs eigentlich jedes Mal sage, bei den Bugs hoffen wir es natürlich. Was haben wir heute vor? Wir waren zwar schon mal kurz in der namenlosen Stadt hier in an dem CD, haben aber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nur zwei Bosse schnell gelegt, weil ich noch Fragmente brauchte. Und dann sind wir in die Bibliothek gegangen, um zu checken, ob es wirklich so ist, dass es keine Doppelten mehr gibt. Heute will ich eine Rundreise machen und die Bosse legen, um uns mal so ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen, was die denn so insgesamt fallen lassen. Das hat auch den einfachen Grund, weil ich gesehen habe oder weil die Aussage im Raum steht, das glaube ich, das war, wenn ich mich recht erinnere, Wack, der meinte, bis auf einen Boss haben alle immer einen garantierten Legendary Drop. Und das wäre natürlich eine tolle Sache, das können wir vor allen Dingen bei der Red Mother überprüfen, wenn zumindest jedes Mal die Chance da ist, dass es eben eines der selteneren Items ist, dann wäre das ja toll. Vorher war es ja so, dass man erstmal überhaupt die seltenen Items kriegen musste. So, ich gehe mit der Dalincia. Die Dalincia hat, die kriegt noch hier mal die Suppe und einmal das, oh, Maulschwein hier, nee, Salted Pork. Eigentlich dachte ich, sollten wir noch irgendwo gekochtes Schwein haben. Da oben. So. Muss mal nachschauen, ob der Buff immer noch funktioniert. Also hier zuerst sagen, es. Okay, das ist schon weg. Und das hat sie jetzt auch schon gegessen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Okay, jetzt müsste sie eigentlich diesen Doppelbuff haben. Weiß nicht, ob der immer noch funktioniert. Muss man bei Gelegenheit mal testen. Okay, also, was machen wir? Ich nehme auf jeden Fall das Pferdel mit, weil ich will, ich werde nur das Loot von den Bossen sammeln. Aber das kann eventuell schon mehr sein, wie ich schleppen kann. Weil ich habe auch ein bisschen umgespeckt. Ich gehe jetzt hier wieder auf mein Autoritätsgedöns. Das heißt, der Schaden, ich habe ja hier, haben wir, dass die Begleiter mehr Schaden machen über die Autorität. Plus meine zwei Buffs, die ich habe. Wenn wir jetzt hier mal schauen, sie müsste jetzt hier, pam, pam, pam. Wo sehen wir es denn hier? Nee, hier sehe ich es gar nicht. Hier sehe ich es gar nicht. Ich glaube, bei mir sieht man, wie viel ich rübergebe. Hier Follower-Stats, Follower-Stats und Total Damage Increase 104. Also 80% from Authority und 24% hier drüber. Das heißt, sie macht faktisch das Doppelte an Schaden und das ist ganz ordentlich mit dem Hanumans Garter. Ich habe ihren pam, pam, pam. Ich habe ihr Schwert dabei. Ich weiß nicht. Wir müssen es einfach mal schauen. Wir müssen es mal schauen. So, ich würde aber so frech sein und die Tageszeit einfrieren, damit wir ein bisschen was sehen. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz hier rein. Admin-Panel. Da bin ich überall raus, aber ich freeze die Tageszeit ein. Ist vielleicht für euch auch ein bisschen angenehmer. So. Wir beamen uns in die Unnamed City, werden dann die Standardrunde machen, das heißt zuerst den kleinen Heinz hinterm, hier hinten, das ist Wächter der, nee, ist es der Wächter der Flamme? So. So, wir gucken natürlich ganz kurz immer ins Inventar. Und ihr seht, die droppen schon nette Sachen, ja. Da kann man sich nicht beschweren. Nicht aufs Pferdel. Ja, in den Kommentaren wurde schon ein paar Mal, ich will bloß mal gucken, ob jetzt hier vielleicht was drin ist. Das ist auch so ein sehr schöner, aber ungenutzter Raum eigentlich. Nö, nee, ist nix.
dass die Drops natürlich, sage ich mal, relativ mächtig sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man hier schon in der namenlosen Stadt zum Sammeln gehen kann und diese Drops nebenbei mitnimmt, dann man muss irgendwas, sage ich mal, dem Umstand entsprechend anbieten. Das war ja eines der Punkte. Man hat, wenn überhaupt, die legendären Sachen gesammelt. Da war es ja natürlich in der Vergangenheit auch noch so, dass man eigentlich nichts Vernünftiges gefunden hat. Ja, auch da müssen wir mal gucken. Da treffen wir, glaube ich, den einen oder anderen noch, weil die haben ja früher gar nichts getroppt. Ja. Und naja. Dann noch vielen Dank. Ich kann es nicht. Ich hätte es aufschreiben sollen. Ich habe den Hinweis bekommen in im letzten Video, wo wir im Weinkeller waren. Ich sage, ich muss mal gucken, ob es ein besseres Essen gibt zum Hochheilen. Es gibt es nicht. Und zwar, das ist ein super Hinweis. Man hat hier im Prinzip aufsteigen die Reihenfolge, was die Sachen an Heilung bringen, und da ist eben Exotic Feast an der höchsten Stelle, und es sind 12. Das heißt, ich glaube, Cogpurg 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kommt hin. Ja, das heißt, man kann das durchzählen, wenn man weiß, dass eben hier Cogpurg eigentlich das Schlechteste ist. Da war ich auch mal der Meinung, das war früher besser, aber ist egal. Das heißt, das Exotic Feast ist gleich wie alle anderen Feasts, die es gibt, auch die, die man von den die religiösen Festessen, die es gibt, genau die sind auch nicht besser. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil das war früher so der Grund, eben den ein oder anderen Tempel dann doch, oder zumindest sage ich mal, den Skill, den Wissensbaum auszuleveln, weil es einfach da gute Sachen gab, die man nachher futtern konnte. So, jetzt gucken wir mal, wie sie sich jetzt schlägt. Komm, Bonk. Oh, ein Schlag. Und, also das ist natürlich schon genial. Also. Ups, weg. Da ist natürlich Hanumans Garda die Überwaffe, ja, mit dem Schaden, dann mit ihren 104% Schaden, den sie jetzt hat, ist es überhaupt gar kein Thema. So, und wir sehen, garantierter Drop, das ist dieses Exquisite Silk Shirt, das ja besonders hohe Extra Armor hat für ein leichtes Ding. Ist jetzt nicht der Überdrop, aber es ist ein Drop, das nehmen wir alles mal mit. Und wie gesagt, wir sammeln, ich sammle nur die eigentlichen Drops von den Bossen aus dem Inventar, checken natürlich kurz hier die Kisten. Und wo ist denn mein Pferdel? Das Pferdel, komm her. Wir gehen zum nächsten Boss. Normal wäre da hinten noch oben eine Kiste. Ist so der Standard. Ich habe vor dem Update dann ab und zu mal, wenn ich Bock hatte, nachgeguckt, weil eigentlich die Chance, dass irgendwas Verwertbares drin ist, doch sehr, sehr gering war. Man hat eigentlich immer nur auf ein Machtfragment gehofft, und das war's. Und jetzt ist es ja so, dass man, sage ich mal, durchaus interessantes Loot finden kann. Das Einzigste ist, solange ich hier nur mit einem Gefährten rumrenne, ist das Looten ein bisschen beschränkt. So. Ah, guckt euch das an. So, auch hier garantierter Drop, wieder in dem Fall die Handschuhe, die Stamina dazugeben. Und
Ein bisschen Kleingruscht, wie gesagt, wir sammeln das alles mal. Wir zerlegen die jetzt auch nicht. Die potenziell könnte ja dann noch Dämonenblut und sowas rauskommen. Aber das interessiert uns alles nicht. Wir wollen einfach nachher mal rekapitulieren, wenn wir alle Bosse legen. Was ich noch nicht. Nee, werden wir nicht machen. Die Schlange lasse ich weg, weil die Schlange ist zwar ein Boss, ist aber ja eigentlich ein normaler Boss im Sinne von. Die hat normalerweise einen Schlüssel, droppt die und. Geh mal den angreifen. Die droppt ja einen Schlüssel und früher war ja da eine Truhe. Wow, hey. Nett. Und auch hier bisschen mehr. Also da fällt es auf. Wir hatten, es gab ja so ein paar, warum auch immer, da war die Loot Table sehr, sehr sparsam gefüllt. Bei denen sieht man natürlich jetzt auf jeden Fall, dass es besser ist. Aber die Bosse, also wie gesagt, bisher war es ja wirklich so, jeder Boss hat ein Legendary Item gedroppt. Also das. Jeder, ja, wir haben zwei Stück gelegt. Ja, gut. Das heißt, jetzt kommt der dritte, hier The Watcher Above oder wie der heißt. Dann gehen wir zur Roten Mutter. Dann suchen wir den Wanderheinz da hinten. Executioner Dingensen. So, und da sind sie schon mal, das ist schon mal positiv. Ich finde, ich bin besser geworden mit der Keule, also mit der Mace, ja. Also, ich will nicht sagen, dass ich hier jetzt der Überfighter bin mit der Waffe, aber meine Technik, die im Prinzip zweimal. Den hole ich von der Kante weg. Ups. Meine Technik, dass ich zweimal leicht. Eins, zwei und dann zweimal schwer. Finde ich ganz gut, weil ich dann wieder diese ein ähnliches Movement Set vom der Axt habe. Also ich mehr flächig, nicht und down. Sehr gut. Und der hat auch wieder ein Legendary Item. Commander's Chestplate. 60 Leben. Ist aber eben auch nur Medium. Von daher eher meh. So, jetzt. Das wäre übrigens so eine Ecke. Ich weiß nicht, wenn ihr meine Videos, meine anderen auch anschaut. Ich habe ja letztens diese Glider oder Gleiter auf Deutsch Mod gezeigt. Das wären jetzt hier Dinge, wo man sagt, okay, ich will ja nicht weit gleiten, aber ich will hier einfach safe runterkommen. Und da wäre natürlich so eine Mod, die sozusagen den Fall entschleunigt, wäre natürlich da jetzt nicht schlecht. Man muss ja nicht weit gleiten. So, hier mache ich den Trick eigentlich immer, wenn ich auch das Pferdel dabei habe, komm mal her, Pferdel, dass ich das Pferdel hier stehen lasse und unfollow mache, damit es einfach in einem sicheren Bereich ist. Das Problem bei dem Pferd ist ja, dass es selbst wenn ich auf 30 Meter Folgen habe, es immer wieder in den Bereich reinkommt, wo es potenziell Schaden kriegen kann. So, ich gehe mal her, mach mal hier Heavy First, das hier. Hier, das hier, das sind schon mal die ersten drei Items. Den Rest, ja, gucken wir natürlich. So, jetzt gehen wir hier und sagen: Stop following. Du hast genug Habba Habba auf jeden Fall. Ich habe meine Sachen auf Dingens. So, dann gehe ich aber her. Ich tue zur Sicherheit die hier rein, falls ich so. Haben wir schon 10? Ich sehe es nicht richtig.
So. Was hier durchaus auch eine Taktik wäre, wäre mit Dolchen zu arbeiten. Vielleicht zwei Sets, wo man sagt, auf beiden haben wir Gift drauf. Oder auf einem habe ich Gift drauf und auf einem nicht, weil man trägt hier sehr schnell die Gift-Max-Stapel von 10 auf. Und jeder weitere Schlag wäre dann eigentlich verfrüht. Und von daher... Okay, dann. So, dann gucken wir mal. Und sie hat Live-Blood-Spear liegen lassen. Also auch das ist ja eher random gewesen vorher. Ein Schatz. Auch wieder ein Fragment. Also bisher sehen die Erträge nicht schlecht aus. Ich zerlege sie mal. Trotzdem zu gucken, aber da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Das heißt, das schmeiße ich jetzt mal raus. Das lasse ich drinne. Das 24 Dragonhorn, wäre auch eine Geschichte. Da müssten wir mal gucken, ob sie das jetzt geändert haben oder ob das jetzt wirklich wieder der Zufall war. Weil wir in der Vergangenheit ja durchaus, sag ich mal, eins, manchmal auch zwei oder gar keins gefarmt hat. Also von daher... Ja, das nehme ich mal mit und das brauche ich nicht. Okay, dann haben wir... Ich würde checken nur die Kiste. Boah, nette Sachen wieder. Also wie gesagt, ich finde jetzt hier wieder diese Standleuchten oder sowas. Das ist vielleicht auch gerade was in dem Kommentar stand es mal drin. So am Anfang, wenn man hier Decorations, also Dekorationen bekommt, ist es ja eigentlich eine tolle Sache, weil gerade am Anfang hat man vielleicht auch nicht die Wissenspunkte übrig, würde gern dekorieren, aber das ein oder andere Item, ja, wäre schon nett, aber man will jetzt auch nicht die Wissenspunkte und wieder umspecken und weiß der Geier was. Und man findet dann das Zeug, also von daher gebe ich recht, das ist eine tolle Sache. So, wir haben leichte Corruption, das ist in Ordnung, kann ich mit leben. Und jetzt geht's zum nächsten. Der hat ja auf jeden Fall dieses Schwert, dieses zweihändige, das Corruption aufträgt. Jetzt muss ich hier bloß mal schauen, hier will ich auch erstmal gucken, ob ich ihn sehe. Da unten ist er. Ich will bloß in die Nähe, damit wir ihn triggern, sozusagen. Das ist echt nicht wahr. Okay, wir haben getriggert. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch und helfe kurz der Kollegin. Und die soll den angreifen und dann kann ich mich um den anderen erstmal kümmern. Oh. So, nett. Wenn es jetzt das Dingsbums-Biest-Gewehre gewesen wäre, wo ich hier den zusätzlichen Damage für die Follower bekomme. Und down. So, und was sehen wir? Wow, okay, der hat Maelstrom. Das ist... Der hat 79 Health Damage ohne... Ach, das ist der. Okay. Der hat keine Armor Penetration. Aber wieder garantierter Drop. Also, das sieht ganz gut aus. Jetzt muss ich bloß mich mal ganz kurz hier essen. Ah, ich hab... okay, das ist... Ich glaube, der eine hat hier was fallen lassen. Aber das gibt mir Armor plus 50. Das ist natürlich säckeldoof. Ich glaube, ich muss nachher mal ganz kurz was kochen. Der... Ganz normales Essen hat niemand, gell? Nee, okay. Dann trinken wir auf jeden Fall mal was. Ach, nee, das kann ich ja auch nicht, weil da ist ja auch ein Buff drauf, wenn ich das hier esse. Dann habe ich Strength Weapon Damage, okay. Alles klar. So, da muss man jetzt durch. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, und zwar, wir sind jetzt hier. Der nächste Boss, hier sind die Drachen. Die Drachen haben aber noch nie irgendwas fallen lassen, im Sinne von... oder der Drachen ist ein grüner Drachen.
Das ist das Avarium. Da ist die Fledermaus und da ist dann der letzte Boss. Das ist dieser eine. Das heißt, wir reiten durch und gucken hier zum Avarium. Und das war das, was meinte der Wack, dass der warum auch immer keinen garantierten Drop hat. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt zufällig einen Drop bekommen. Dann wissen wir nicht, ob es beim Wack zufällig nichts war. Wenn wir aber eben auch nichts bekommen, dann können wir fast sicher sagen, okay, das ist dann wirklich so, dass es eher unwahrscheinlich ist, also dass da warum auch immer die Loot Table nicht geändert wurde. Hier in der Nähe, genau da drüben, sind Relic Hunter. Hier kann man Guard is gone. ist Swallowed Rasmas by the Journal darkness Nummer of 6. desolation. A winged demon Ganz kurz was gucken. As it flees with my companion towards the stars. Ja, okay. Ever since we took our first steps into this city, we knew that something was waiting for us. The darkness is a tide, lapping at the shore of my sanity, eroding it. Blood seeps from wounds I didn't know I had. Da oben sieht man schon die Fledermäuse, das ist so, dass der Hinweis ist, da unten der Spot ist, wo die weiße Fledermaus sich rumtreibt. Es gibt ja eine Herausforderung, wo man die Fledermäuse oder wo man Fledermäuse killen muss. Das ist dann hier der beste Platz. Alone, exiled. Hier kann man sich überlegen, ob man versucht, den Boss ein bisschen rauszuziehen, weil da drinnen ist eben auch wieder so eine Zone, wo man dann Corruption dazu bekommt. Da wir aber eh dann jetzt gleich durch sind. Das ist einfach der Hammer. Ja, das ist der Hammer. Wenn man hier den Gefährten was Gutes tun will, dann geht man mit einem Schild hier rein. Dann kann man diese Dinger blocken hier. Dann macht die Flattermaus hier keinen Schaden. Und es ist wirklich so. Also, die droppt nicht sicher, also nicht garantiert. Dann wieder hier hinten die Standardding. Ja, nett. Und hier nicht vergessen, eben einer dieser sprechenden Steine, dieser Obelisken heißen, glaube ich, auf Deutsch. So, und jetzt gehen wir zum dem Boss. Der ist nicht das Schwierigste, aber der hat am meisten Mobs dabei. Und entsprechend kann da auch der Begleiter mächtig eins auf die Mütze bekommen. Allein durch die Menge. In der Vergangenheit gab es ja die Möglichkeit, sag ich mal, von ein bisschen weiter weg die ersten herzupullen, ohne dass man den Boss getriggert hat. Das probieren wir jetzt hier auch. Hier ist dann wieder eine Kiste und auch wieder nettes Loot. Also allein, wie gesagt, wegen solchen Sachen. Da gibt es noch so einen Gedanke von mir zu diesen Repair-Kits. Die Repair-Kits sind ja eigentlich jetzt mopsig, weil keiner wird sie anwenden, weil keiner will eigentlich auf die Haltbarkeit verzichten. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt immer wieder, man findet Rüstungen und diese Rüstung kann man den Gefährten geben, ja, aber man kann sie jetzt nicht mit irgendwelchen Kits versehen, weil sie eben kaputt sind, um irgendwie eine Plattierung drauf zu machen oder ähnliches. Oder ja, es geht meistens eigentlich um Rüstungen. Müssen die aber eben repariert sein. Und da muss ich sagen, bei Gefährten ist es ja eigentlich völlig Banane, oder? Da ist es ja wurscht, weil die Gefährten ja nachher keine Haltbarkeit mehr verlieren. Mal gucken, ob es klappt, dass wir nur einen, ob wir die hier vorne triggern. Ich denke, wir kommen weit genug weg, dass wir
erstmal gegen die Mobs kämpfen. Man muss jetzt aufpassen, weil ja man kann öfters unterbrochen werden. Und gerade wenn sie in Masse kommen, ist es da nicht schlecht, sozusagen die erste Welle erstmal auf den Gefährten losgehen zu lassen. Damit man dann, wie ich jetzt, einfach so von hinten an die Kollegen rangeht und sie erschlägt. Also dann mach du mal den da. Wir checken hier mal nur kurz. Auch hier wieder nettes Loot, ja. Ja, wenn man hier allein mal die Lotusblüten so anschaut, die man hier so finden kann, da kommt schon eben, das war auch ein Einwurf, man ist ja eigentlich fast schon nicht mehr gezwungen, die Lotusblüten sammeln zu gehen. Ja und nein. Ich denke, wenn man nachher größere Mengen einfach verarbeiten möchte, wird man da trotzdem hingehen. Aber so auf die Schnelle, so nebenbei, kann man da auf jeden Fall nett was machen. So, jetzt kommt der dicke Heinz hier. Und da muss man, der macht nette, vor allem mit dem Überkopfschlag, macht der nette Löcher. Jetzt probiere ich mal, eine komplette schwere Kombo durchzukriegen, damit er den Debuff drauf hat. Den hat er jetzt schon voll. Und down. So, und der hat auch wieder... Oh, Lying Bastard Sword. Das ist nett. Ich glaube, das habe ich in der ganzen Geschichte bisher nur ein oder zweimal wirklich gehabt, dass ich das überhaupt gefunden habe. Das ist ja ein... Oh ja, aufpassen, das ist eine Einhandwaffe. Ja, genau, das war's. Es ist eine Einhandwaffe. Ich gucke mal kurz nach. Aber ich dachte ja... Ja. Und dafür macht die Einhandwaffe eigentlich schon relativ netten Schaden. Und sie hat das Movement-Set, um mal so vergleichen. Warte mal, das ist schwer. Das ist die Axt. Und das ist das Lying Bastard Sword. 1, 2, 3, 4... Ja, man könnte es sich überlegen, weil es natürlich im Gegensatz jetzt zur Axt, die Axt hat, sie hat natürlich 71, aber die hat nur 10 Penetration. Und hier wären wir bei 60. Ja gut, die hat aber auch bloß 9, das heißt, wenn ich einen Penetration-Kit drauf mache, komme ich auf 19. Schade. Nee, da bleibt eigentlich, werde ich da trotz alledem sehr, sehr wahrscheinlich bei der Axt bleiben. Gut, wenn wir jetzt mal rein von der Punkte her, die ist jetzt bei 71,10, da beim anderen wären wir 60,19. Und sieht doof aus. weil es, ihr seht eigentlich genau, das ist es. Es wird so abgelegt wie eine Axt. Das heißt, der Griff nach unten im Gegensatz zu einem echten Breitschwert. Da muss Funcom noch was machen. So, jetzt tun wir erstmal hier die Pickel wieder rein. Wir gucken auch noch hier kurz in die Truhen, die da hinten rumliegen. Und beamen uns dann mal zurück und schauen. Ja, auch schöne Sachen. Also, looten lohnt sich. Also, ich freue mich hier auf jeden Fall auf das Update in Bezug auf die Loot-Tables. Auch vor allen Dingen hier in The Unnamed City. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, was ich nicht glaube, dass die anderen Bosse alle verbuggt sind und eigentlich gar nicht jedes Mal fest was droppen sollten. Oder, dass eben die Fledermaus verbuggt ist. So, was wir jetzt mal kurz gucken können, ist, ob wir... Sollen wir noch kurz in die Dings reingehen? Ich habe jetzt keine... nee. Also, ich cheat jetzt schnell. Admin Panel. T. Wie viel gibt es? 10, 20. Tu dir mal 10 rein. Und ich tu mir mal 10 rein. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Wir gucken mal uns die Schlange noch schnell an. Hier liegt irgendwo was, ich weiß es, da, oder? Ja. Nee. Irgendwas kann man hier doch interacten.
glaube, das ist aber hier draußen, oder? Ach, hier der blöde Stein, natürlich, klar. Ich bin auch ein Heinerle. So, ich mache mal ein bisschen Licht. Und wir gucken uns die Schlangen sind nervig. Was mich hier interessiert, sind die Truhen natürlich. Hier sind ja mehrere Truhen. Sind relativ gute Goldtruhen hier rechts und links. Die können wir mal bei der Gelegenheit checken. Aber es war in der Vergangenheit es nicht so, dass man sagt, okay, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier den Boss zu legen. Eher nicht. Ja, wenn man nichts zu tun hatte oder wenn einem langweilig war, ist man hier noch kurz reingejoggt. Aber... So, jetzt lassen wir mal die Kollegin angreifen. Damit die den ersten Schaden abkriegt. Ja. Oh. So, mal kurz hier Gegengift. Und kurz was trinken. Sie sind schon wieder vergiftet und sie ist down. Und ihr sagen wir jetzt hier mal ganz schnell, pass auf. Nein. Ah. Ja, sie hat schon. Also sie hat ganz schön was auf die Mütze gekriegt. Mehr Schaden wie bei allen anderen Gegnern. Und es ist ein... Ja, aber das Loot ist jetzt mäh. Also das ist jetzt hier nicht... Ich lasse es auch mal weg. Das jetzt dafür lohnt sich es eigentlich nicht, den Boss zu legen. Und er hat, wie gesagt, ja kein... das testen wir eigentlich, dachte ich, in der Vergangenheit. Ihr hättet da doch... Sie hat noch einen Skeleton Key. Okay, das heißt, einen Schlüssel kann man sich hier besorgen. Und jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, in der Vergangenheit war natürlich hier auch die Truhe. Wir haben hier... Okay, ein Machtfragment. Da bin ich mir nicht sicher, ob das vorher hier auch schon drin war. Und jetzt gucken wir uns mal die Truhen an, die hier rechts und links stehen. Nur mal reingucken. Okay, da hat sich nichts geändert. Das ist einfach nur eine Goldruhe. Goldruhe, aber eine Menge. Also ich muss sagen, da bin ich... Ja, gefühlt ist es mehr, wie es vorher war. Aber es sind jetzt auch nicht immense Mengen, wo man sagt, juhu, ich brauche jetzt nicht mehr zum Tauchen in die Buccaneer Bay. Also, ja. Okay, da ist nichts. Ja, was soll ich sagen? Man kann hier rein, aber läuft, glaube ich, immer noch unter der Rubrik, man kann, aber man muss nicht. Das ist... Ja. Das Gift, Dämonenblut... Und das war's schon. So. Dann gehen wir mal zurück. Und ich hol euch, wenn wir wieder im Lager sind, oder? Dann bis gleich. So, ich hole euch zurück, weil, oder wieder dazu, ich bin natürlich noch nicht zurück, aber auch das ist neu. Das ist, ich habe ja schon mal einen von diesen Encounters oder Events, je nachdem wie man es nennen will, aber eigentlich heißen sie jetzt Encounter, gehabt und zwar hier in The Summoning Place. Und ich war der Meinung, okay, den haben sie halt wieder reingebracht, damit er mal überhaupt im Spiel ist. Aber kennt ihr den Encounter noch? Das ist nämlich der, den man in der Buccaneer Bay bekommen hat. Das heißt,
Das wäre jetzt arger Zufall. Also, das kann kein Bug sein. Ich hoffe, sie lassen es drinne, weil das ist ja im Endeffekt, wenn man es richtig sieht, die Events wieder zurückgebracht. Also zumindest zwei in dem Fall haben wir. Wir haben den Event mit dem am Summoning Place. Ja, komm her. Den machen wir noch kurz, oder? Der geht ja nicht lang. Muss aufpassen. Ich habe natürlich nicht mehr volle Leben hier. Okay. Ja. Da drüben ist einer. Komm her. Wir bleiben mal hier in der Ecke, weil es ganz gut ist, falls irgendwelche Bogenschützen auftauchen. So, und dich stelle ich jetzt mal ganz schnell um auf alles angreifen. So, dann kann ich die ein bisschen spielen lassen. Ah, hier hätten wir irgendwas zu essen. Heildinger. Ja. Eier, die sind nicht schlecht. Was rumselt denn hier? Okay, das nehmen wir mal mit, falls wir es doch noch brauchen. Der geht gegen das Pferd. Wieso hat sie nicht umgehauen? Okay, ganz kurz was trinken und ich werde schnell was essen. Jawohl. Und was trinken. Okay, jetzt mal gucken. Da drüben sind noch welche. Da ist niemand aufgetaucht. Das müsste ja, dann kommt noch eine Phase, wo jetzt dann, glaube ich, die Priester auftauchen, oder? Ah, der hat jetzt nichts. Gehen auf jeden Fall mal ein Stück auf die Seite. Oder es fehlt noch jemand. Schauen wir uns mal kurz. Ah, ne, halt es. Okay, der Boss kommt, oder? Jawohl. Ja, der hängt aber hier irgendwie ein bisschen drinne. Rein optisch. Ah, das sind die kleinen Schlängelchen, okay. Aber wir kommen nicht an den Boss ran. Mal gucken, aber ne, ich krieg keinen. Ah, okay. Bedeutet, dass das jetzt zuerst die kleinen wegmachen, also die hier, die Mobs wegmachen müssen? Mal gucken. Wir machen das jetzt einfach mal so. Kommt die nächste große. Kommen wir der Kleine. Ich probier mal was. Nox. Okay. Dann holen wir uns die mal hier drauf und gucken.
Ja, aber ich krieg keinen Lebensbalken. In der Vergangenheit hat das eigentlich dann immer ganz gut funktioniert, weil man dann eigentlich so zumindest den Schaden dann bei Gegnern, die man nicht mit direkten Angriffen erledigen konnte. Aber man hat dann irgendwann auch zumindest den Schadensbalken gesehen. Aber okay, das scheint etwas verbuggt zu sein. Wir gehen jetzt mal einfach ein Stück weit weg. Vielleicht Portitzen raus. Okay, Encounter complete. Ah, jetzt hat es ihn darüber gebeamt. Okay, der hat auch ein bisschen Loot. Das sind ja diese... Oh, ein sehr gutes Antidot. Ja, Advanced. Also die hier, die sind, das ist noch okay, weil da verschiedene Giftdinger, glaube ich, drin sind. Die Stutter Wraps, naja, Steak and Eggs nimmt man mit. Was haben wir da drauf? Die sind gut, weil die bringen... So. Und die können wir mitnehmen. Okay. Also, das hat... Ah, das war unser Thema. Schaut, da drüben war noch eine Schlange, die habe ich nicht gesehen. Vorher, man hätte... Das geht etwas schneller, wenn man die ganzen Dinger killt. Okay, dann würde ich sagen, aber in dem Fall beamen wir uns jetzt schnell zurück. Ich hole euch dazu, wenn ich wieder in der Heimatbasis bin. So, da fährt man. Jetzt sind wir wieder zurück. Dann lasst uns mal das Loot anschauen. Wir haben Lifeblood. Spear, der ist nicht mehr so toll, wie er mal war. Aber ich denke, der ist immer noch recht gut. Wir haben The Lying Bastard. Einhandwaffe mit dem Movement Set von der Axt. Auch nicht schlecht. Maelstrom. Sehr hoher Schaden, aber faktisch keine Armor Penetration. Das wäre dann was, wenn man die verbesserten Kits hat. Könnte man sich überlegen, den einzusetzen und dann das bessere Kit drauf zu tun. Dann hat man richtig eine mächtige Waffe, glaube ich. Das ist mal das, was wir an Waffen mitgenommen haben. Drei Stück und wir haben dann noch drei Rüstungssets. Also Rüstungsteile. Commander Chestplate, mittlere Rüstung mit 60 Leben. Extra Armor für die Leichte und hier diese Stamina, plus 15 Stamina, aber eben auch nur Medium Armor. Und dann noch ein bisschen Kleingruscht. Wir haben ein paar Composite Obsidian bekommen, wir haben ein bisschen Sternmetall bekommen. Was wir bekommen haben, sind die Fragment of Power. Die sind ja an sich nicht schlecht. Ich brauche sie nicht mehr, weil ich ja sozusagen alles gelernt habe. Das heißt, ich kann sie jetzt in Tablets umwandeln. Kann ich das hier direkt im Inventar? Jawohl, ich kann hier jetzt eins craften und kann das nachher anwenden und damit meine Wissenspunkte aufpolstern. Das ist ja Sinn und Zweck dann sozusagen nachher im Endgame. Man kann auf die Art und Weise seine Sachen freischalten, die man eben so im Early Game sagt, ah nee, gegen später, ich habe wichtigere Sachen zum Vergeben. Der Rest, naja, jede Menge Weapon-Handles, Lanzen, Kerne, Shield Frames in Mengen, wo ich sage, schade, dass man das Zeug nicht zerlegen kann, weil da kommt man relativ schnell auf Mengen, wo ich sage, okay, netter Grundgedanke, aber wenn jemand nur ein bisschen regelmäßig spielt, der wird mit diesen Dingern zugeschmissen. Das ist zu viel. Der Rest passt, muss ich sagen, macht Laune. Ich glaube auch, dass es durchaus eine sinnvolle Kiste ist, dass die Bosse jetzt auf jeden Fall eine hundertprozentige Drop-Chance haben auf einen legendären Gegenstand aus ihrer Loot-Table. Das ist ganz wichtig. Die haben eine eigene, jeder eine besondere, oder die haben besondere Loot-Tables, die Bosse. Und von daher kommt es so den Leuten wieder ein bisschen entgegen, das Farmen etwas einfacher zu machen oder zumindest mit einer Erfolgsgarantie zu versehen. Von daher... Bin gespannt, ob sie noch die Fledermaus fixen. Ich glaube ja ehrlicherweise nicht. Aber wir sehen's, wir sehen's.
Ich hoffe, die Folge war für euch aufschlussreich und interessant. Wenn ja, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Dann könnt ihr auch die Bimmel aktivieren und kriegt mit, wenn ich wieder was hochlade. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr einfach in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt. Und zwar entweder hier in Conan Exile Age of War Chapter 2, also im Zeitalter des Krieges Kapitel 2, Public Beta Client, oder in einem meiner anderen Serien, Mods kurz vorgestellt, Tipps, Tricks und Tutorials, oder meine zwei Gameplay-Serien mit jeder Menge Mods in Aktion. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye, bye.